Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Happy Wheels. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play Happy Wheels. Ich habe hier gerade ein kleines Problem. Ihr seht das ja, diese Kugel. Ich weiß nicht, ob die mich treffen kann, wenn ich mich ganz flach halte. Komm, wir fahren einfach schnell durch. Ha! Ha! Da ist das Ziel! Mann, oh Mann! Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich habe einen Cliffhanger gebaut in der letzten Folge und dann sowas. Also, ein Albtraum. Sehr gut. Sehr gut, Herr Frenkel. Wunderbar. So, was machen wir denn hier noch? Da haben wir nichts mehr. Ich möchte ja wirklich nur gute Levels spielen, wenn es geht. Nein, nein, nein. Das wollen wir nicht. Der sieht ganz gut aus. Das ist wieder Jacko. Ist das der gleiche? Der hat ja mal schönen Level, hat er mal gemacht. Das ist der gleiche. Okay. Alles klar, den haben wir schon gespielt. Besser gesagt, nicht gespielt, weil, da durfte man sich ja nicht bewegen. Naja, 377, das kannst du in der Pfeife rauchen. Da ist auch nichts mehr dabei. Das langsam ist es ein bisschen dumm. Und jetzt lädt er wieder den Wolf, oder was? Oh, das ist abgestürzt. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Limonade? Na also. Geht's ja doch weiter. Lecker, lecker Limonade. So, was haben wir denn hier? Das ist so minderwertiges Zeug, damit geben wir uns doch gar nicht ab. Mit Vierern, nee, nee, da muss schon ein bisschen mehr sein hier. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Heute nehme ich mal den dicken schwarzen Mann mit dem Rasenmäher, auch wenn ich es wieder bereuen werde wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall eine blutige Angelegenheit und man kann alles so schön zermanschen, ja, seht ihr das? Ah, aha, okay, aha, das muss also schnell gehen. Ich verstehe. Da verfolgen mich irgendwelche Meteoriten. Komme ich da nicht drüber? Ich kann nicht springen, ne? Der beißt sich da so dermaßen fest, dass ich jetzt sage, tut mir leid, ich nehme doch wieder meinen Lieblingscharakter, weil der nämlich wahrscheinlich viel besser ist. Da kann ich nämlich ein bisschen mit dem Chat-Antrieb nachhelfen. Allerdings muss ich trotzdem relativ schnell aus der Gefahrenzone raus. So, jetzt aber, Freunde. Ha, 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 ihr kriegt mich nicht. Jetzt habe ich Kontrolle. Kontrolle! Oh. Ja, und jetzt? Ah! Es geht doch noch weiter. Boah. Oh, kacke, ey. Jetzt hat es mich fast erschlagen. Hurra! Ich sag doch, der Opa ist der Beste. Der ist einfach der Beste. Der ist einfach der Beste. Und der ist einfach der Beste. Gut, da ist nichts mehr. Was uns interessiert, das sieht schon besser aus hier. Was haben wir denn hier? 2 Votes ist ein bisschen wenig, ne? Aber 5 Sterne, naja, komm. Einen Blick können wir drauf werfen. Oh Mann, oh Mann. Was soll das denn? Also, liebe Kinder, das, was ihr hier seht... Oh, my leg! Das hier ist ein Altenheim. So ist das nämlich, ja? Also, nicht, dass ihr denkt, dass der jetzt gerade irgendwie Schweinkram mit der Frau da macht, sondern das ist ein Altenheim. Und die Frau, die ist Pflegerin und die hilft ihm. Das ist eine ganz tolle Frau. Die arbeitet für ganz wenig Geld. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Das ist mir zu blöd. Ich schau mal, was weiter gibt. Ja, da so knapp über 4. Bei 13 Votes, dann ist es nicht schlecht. Komm. So, die schieben wir erstmal da rein. Hui! Hui, 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 hui! Das ist lustig, das macht Laune, das macht Spaß! Abgedehnte Fahrt und dann bin ich zerstückelt. Das heißt, ich muss da irgendwas anderes machen. Wenn ich die jetzt ganz erstmal hier einfach so reinrollen lasse, einzeln. Dann sind die erstmal weg. So. Jetzt habe ich Platz. Und jetzt kann ich durchdüsen. Ich bin so schlau. Ich weiß bloß immer noch nicht, was ich dann an der einen Stelle machen muss. Ich müsste hier irgendwie springen, ne? Das bedeutet, wir machen das mal so. Schieben die erstmal weg. So, und jetzt sind wir dran. Also ich, der Opa. Und im richtigen Moment Chat-Antrieb aktivieren. Ja, der Gedanke war nicht so schlecht. Die Ausführung war etwas mangelhaft. So, ich muss irgendwie da... Autsch! Endlich mal wieder ein Level mit etwas Herausforderung hier. Ich komme bloß nicht hoch. Auch mit dem Chat-Antrieb. Ich komme nicht hoch. Und dann gehe ich da wieder kaputt an der Stelle, oder? Naja, das war ja
Ich war ja, boah, es war ja nicht so schlecht. Ich habe halt meinen Kopf verloren irgendwie dabei. Das kann ja auch mal bei einem Profi vorkommen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kann ich vielleicht... Oh, 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 nein, so geht das gar nicht, Herr Frenkel. Herr Frenkel, aufrichten bitte! Ja. Jetzt habe ich aber eine Idee, vielleicht... Kann ich ja... Kann ich hier den Charakter changen? Vielleicht kann ich ja mit dem Teil aber ausnahmsweise mal mehr anrichten. Wenn ich da nämlich so so hoch, so ein Wheelie mache, dann komme ich da vielleicht hoch. Komm, weiter hoch, Herr Frenkel, weiter hoch. Oh, 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 oh. Nee, das hat irgendwie auch nicht so funktioniert. Versuchen wir erstmal, die nochmal loszuwerden. Die bremsen ja immer etwas, ne? So, jetzt muss ich leider rülpsen. Na gut, war ja nicht so toll. Warum ist jetzt mein Rad weg? Ah, es ist wieder da. Oh, ich hab's überstanden. Ja, 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 ja. Ich hab's doch geahnt. Oh, nee, ich bin tot. Nee, ich lebe noch. Ich kann's noch schaffen. Ich kann's noch schaffen. Ja, la, 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 la. Ich bin der Beste. Hurra. So, das war wenigstens auch einigermaßen herausfordernd noch. Was haben wir denn hier? Das ist alles zu schlecht. Zu schlecht. Was ist das hier? Eine 4-0 bei 3 Votes. Nee, 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 nee. Das ist mir zu doof. Das ist mir zu doof. Das hier sieht gut aus. Mal gucken. Das kenne ich doch auch schon etwas genauer, oder? Da oben ist wieder eine Mine. Hoppala! Da oben ist aber nicht nur eine Mine. Da oben ist auch noch so eine blöde Drecks-Eisenkugel. Ja. Gut, das ist schon mal wieder ein bisschen was Kniffligeres. Vor allen Dingen, warum kommt das Ding immer genau in dem Moment? Ich meine, ich könnte mich da drüber mogeln, aber dann habe ich ja auch noch das Problem, dass mich die Harpunen treffen. Wie ihr gesehen habt. Irgendwie mag mich das nicht. Oh, das war gut. Das war dafür weniger gut. Und da komm! Oh, das ist doch ein Ziel! Das muss doch gelten! Ach komm! Drecksspiel. Habt ihr gesehen, wie ich ausgewichen bin? Ah, Scheißdreck! Das war doch ganz gute Aktion gerade. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ich darf natürlich nicht auf der Mine landen, sonst ist vorbei. Ich muss hier... Na, das war noch zu wenig. Ja, ganz toll. Ganz toll! Festgetackert in der Erden. Komm jetzt. Ich müsste es schaffen, diese scheiß Mine runterzukicken. Aber so geht das nicht. Und direkt drüber geht auch nicht, ne? Moment. Das ist im Ansatz, glaube ich, nicht verkehrt, die Idee. Allerdings mangelt es etwas an der Ausführung, Herr Frenkel. Ich darf nicht auf diese scheiß Mine draufkommen. Die müssen irgendwie, die Harpune soll die Mine auslösen. Das wäre genau richtig. Ja, das war nicht schlecht. Das war schon mal nicht schlecht, mein lieber Herr. Jetzt da drüber. Scheiße. Ja, 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 ja. Komm. Ach komm, das gilt nicht, oder was? Ach, kacke. Also, das ist ein bisschen Glückssache auch. Aber hier auch so auszuweichen ist nicht verkehrt. Dann wird nämlich die Harpune ausgelöst. Und gleichzeitig... Ah, komm, steh auf, Baby! Okay, er lebt noch, das ist gut. Die zwei Harpunen sind... Ah, die sind alle schon ausgelöst. Das ist meine Chance! Wo kommt jetzt die her? Fuck! Ich dachte schon, ich hätte so gut wie geschafft. Na, so wird das nix. Ich muss schon so ausweichen. Das ist schon nicht verkehrt. Nur halt eben nicht auf die Mine drauf. Das war nicht hoch genug. Mein kleiner Freund. So, jetzt habe ich die Mine... Oh, 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 oh. Oh, oh. Habt ihr gesehen? Ich habe die Mine... Nein! Oh, fuck! Jetzt hatte ich die Mine so schön rübergekickt. Tja. Ja... Nein! Mist. Ich schaff das aber. Den Level will ich knacken. Ja. Leider ist die Mine nicht ausgelöst, wenn ich das richtig gesehen habe.
Dafür jetzt. Und dann hat's noch ein paar Körperfetzen durch die Gegend gewedelt. Ach nee, komm. Da war doch kaum eine Beschädigung an der Person festzustellen hier. War so gut wie neu. Das ist nicht hoch genug gewesen, mal wieder. Das war nicht intelligent genug. Das war nicht schlecht. Oh, jetzt wenn ich das überleben würde... Ach komm! Jetzt bin ich schon wieder tot. Mann. Ja. Vielleicht einfach mal... Ah, so. Ja. Jetzt weiß ich, was der meint mit 99,9% unmöglich. Man muss wahrscheinlich 100 Mal probieren, um es einmal zu schaffen. Ja, das war natürlich nicht das, was ich machen wollte. So, jetzt pass auf. Na, war das nicht super gemacht? Okay, er lebt noch, ja? Aber die Mine hat noch nicht ausgelöst. Und er kommt auch nicht mehr los. Scheiße. Brillant! Die Mine ist weg. Jetzt habe ich noch diese ganzen Scheiß... Harpunen, ihr wisst, was ich meine. Moment, ich lebe noch. Aber ich komme wieder nicht mehr weg. Kann ich nicht irgendwas machen, um hier wegzukommen? Nee, leider bin ich da angenagelt gewesen, deswegen... Autsch. Also wartet mal, da ein bisschen nach vorne. Kacke, aber das ist nicht verkehrt. Ein bisschen nach vorne, ein ganz kleines bisschen nach vorne. Nicht so weit, oh je. Und dann da oben drehen. Na, dann kann man die Mine nämlich ein bisschen leichter rauskicken, glaube ich. Ist wieder nicht hingekriegt. Verflucht! So wird's nix. So wird's nix. Erstmal ein ganz kleines Stückchen voran. Und dann nochmal. Und dann versuchen die Mine da abzuholen. Tja, das war auch nicht ganz so beabsichtigt, aber... Komm, das schaffen wir jetzt noch hier, oder? Das muss doch zu packen sein, ey. Set muss doch zu packen sein. Habe ich nicht getroffen, leider. Das war nicht schlecht. Bleibt... Nein! Oh, voll ins Rückgrat reingestochen. Scheiße. Das war gar nichts. Das war gar nichts, Frenkel. Noch ein Versuch. Meine Güte, ey. Ja, aber das sind Levels, die mir am ehesten gefallen, weil man eben weiß, man kann sie schaffen, aber es ist echt knapp und jetzt habe ich die Mine noch oben. Und unten habe ich noch eine Harpune. Vielleicht ist das ja zu schaffen jetzt. Scheiße. So viel zu dem Thema. Der Ansatz war ja wieder ganz gut, jetzt stehe ich ein bisschen nah dran, ne? Hallo. Kuckuck. Oh Gott. Das war nix. Ah, das war auch nix. Jetzt stehe ich wieder zu nah dran. Aber wir können ja wieder ein Stück zurückhüpfen. Komm her. Du blöder Stricher, du. Der du diesen Level gebaut hast. Du bist ein kleines Schweinchen. Kick it. Nein, nicht da drauf. Ach komm. Das wäre ja wieder ganz gut gewesen. Aber da darf er doch nicht auf dieses scheiß Nagelbrett da drauf fallen. Kacke. Komm, jetzt aber. Los. Upsa, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ja, also so allzu hoch darf man nicht über dieses Ding raus. Sonst erledigen einen sofort die Harpunen. So, nochmal von ganz nahe. Scheiße. Das war auch im Ansatz gar nicht so schlecht wieder. Aber nicht mit dem nötigen Glück versehen gewesen. Jetzt aber komm. Ich lebe noch, ich lebe noch. Die Mine ist, glaube ich, runtergefallen und sind aber noch... Wie viele Harpunen? Eine ist noch da. Das gibt's nicht, oder? Scheiße. Dreckscheiß! Dreckscheiß aus der Dreckscheißhölle! Nee. So nochmal. Zack.
Da holen mich die Harpunen aus dem Himmel. Das ist nicht gut. So, jetzt bin ich da festgetackert. Komme ich da noch raus? Ah, Kacke! Jetzt waren da unten noch Minen rumgelegen. Die vergesse ich dann immer. Wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn man einfach geradeaus drüber hüpft und sich gar keinen Kopf macht. Irgendwann wird es funktionieren. So, wir sind am Ende dieser Folge. Ob das noch was wird, das seht ihr leider erst in der nächsten Episode. Ich habe das Gefühl, es könnte euch gefallen haben. Da wäre es schön, wenn ihr ein Like da lasst. Oh, und dann sage ich erstmal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.